Hallo und herzlich willkommen bei der Spielzeit. Sie sehen, wir haben uns heute einen besonders charmanten Drehort ausgesucht. Wir sitzen hier in der Villa Bux im Meran. Neben mir mein heutiger Gast. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Es ist der Schauspieler, Kabarettist, Regisseur, Comedian Thomas Hochkofler. Grüß dich, Tom. Grüß dich, Margot. Jetzt wird es heißen, die Schauspieler sind alle im Gasthaus, gell? Ja. Eben, dort haben wir die ja angetroffen. Es war reiner Zufall. Ja. Und wie immer zu Beginn wollen wir Ihnen unseren Gast kurz vorstellen. Thomas Hochkofler gehört zu den bekanntesten und beliebtesten Schauspielern Südtirols. Schon früh hat der gebürtige Sarner, der heute in Meran lebt, die Liebe zur Schauspielerei entdeckt. Ja, ich bin jung, ich bin gesund, ich bin gescheit, ich habe einen guten Job. Seit 1989 spielte Thomas Hochkofler in über 200 Stücken mit. Von Felix Mitterer über Shakespeare bis hin zu Lessing und Schnitzler war alles dabei. Aber nicht nur auf den wichtigsten Bühnen des Landes war der Schauspieler stets vertreten, auch bei Theaterengagements in Innsbruck, Salzburg, Wien, München, Mailand und Bern wirkte er mit. Seit Jahren tourt Thomas Hochkofler auch als erfolgreicher Comedian durch Südtirol und Österreich. Neben seiner Paraderolle als Hausmeister im Kabarett Hellwert sein, hat er mit Joe von Afing, dem Otschuma Peppen oder Herr von Wegen inzwischen zahlreiche weitere Kultfiguren geschaffen. Sta tranquilla. Gut, ci manda Silvio. Mit seinen Internet-Comedy-Formaten Pan Luis und Wöchenschau feierte Thomas Hochkofler gemeinsam mit Lukas Lobis auch im Netz große Erfolge. Derzeit schreibt Thomas Hochkofler an einem neuen Soloprogramm. Die Besetzung der Hauptrolle war am Anfang ein wenig tricky. Aber nicht nur als Schauspieler ist der Sarner bekannt. Immer mal wieder wechselt er von der Bühne auf den Regiestuhl und inszeniert Theaterstücke mit großer Leidenschaft. So feiert Thomas Hochkofler im November 2017 Premiere mit der Inszenierung der Fledermaus der Südtiroler Operettenspiele und schlüpft dabei auch in die berühmte Rolle des Frosch. Tom, die Fledermaus, Königin der Operetten. Warum wird sie so genannt? Also, ich glaube, man muss schon sagen, die Fledermaus ist ein musikalisches Meisterwerk. Jetzt, ich verstehe fachlich von Musik leider zu wenig, muss ich sagen. Aber die Partitur strotzt leider so von melodischen Einfällen. Es ist eine witzige Musik, wie ich finde. Total ironische Musik, total ironische Zwischentöne. Wie mein Handy, was jetzt leitet, ist auch ein ironischer Zwischenton. Deswegen schalten wir es jetzt ganz kurz aus. Darum muss man sich gewöhnen, wenn man mit dem Tom auf einen Kaffee geht, dass das Handy läutet. Eine schlechte Angewohnheit. Und ja, wie gesagt, genauso wie die Dialoge, was zynische Dialoge sein, was Abgründe auch aufzeigen von den Figuren, was mir persönlich allem gut gefällt. Also da sind nicht nette, schöne Leute, was richtig handeln, also da hat jeder Dreck am Stecken und es macht allem Spaß, das aufzuzeigen. Das hat in meine Augen und Ohren eine große Komik. Ja, das ist jetzt ein gutes Stichwort, worum geht's? Ganz kurz. Also es geht um einen gewissen Gabriel von Eisenstein, der muss an Arrest absitzen, also 8 Tage ins Gefängnis gehen, weil er einen Beamten ohne gewatscht hat und wird von seinem Studienkollegen, vom sogenannten Falke, dazu überredet, auf einen Ball zu gehen. Und der Falke will sich für irgendeinen Streich rächen, was ihm der Gabriel Eisenstein einmal angetan hat. Also der Falke lädt dann Stubenmadel und die Frau und den Gefängnisdirektor Frank auf den Ball ein und dann geht's noch los, dann findet die ganze Verwirrungskomödie statt praktisch. Und es löst sich dann erst im dritten Akt auf. Nichts verraten, bitte. Ich sag nicht. Ich glaube, es ist ja deine erste Begegnung mit dem Musiktheater, oder? Du machst ja viel Regie im Sprechtheater, aber mit Musik das erste Mal. Also so intensiv mit Musik ist das die erste Begegnung, ja. Ich habe vor Jahren einmal in einem Musical mitgetan, selber in einer Oper mitgespielt, eine Sprechrolle gehabt. Aber als Regisseur vor allem ist es die erste Berührung mit Musiktheater. Und ich finde, es ist wahnsinnig spannend. Macht viel Spaß, muss ich sagen. Du hast ja einen musikalischen Leiter an deiner Seite und ihr macht es quasi dann gemeinsam in... Genau, das ist richtig, der Michael Bichler, der
ein ganz jungerer Dirigent und musikalischer Leiter, der wirklich das, muss ich sagen, großartig macht und sich auf alles einlässt, auf alle Ideen, die was ich habe, soll man auch mal tieren und den Nerven muss auch mal. Denken wir es? Ja, ja, das kann sich jeder denken. Aber wie gesagt, ist ja wirklich eine tolle Arbeit, eine tolle Erfahrung von mir auch. Ja, jetzt haben wir vorher ein bisschen über die Inszenierung gesprochen. Jetzt würde ich gerne auf deine Rolle des Frosch zu sprechen kommen. Wer ist das und was hat der für eine Funktion im Stück? Der Frosch kommt erst im dritten Akt, als er ist der Gefängniswärter praktisch. Und ja, es ist die Komödiantenrolle in der Operette, kann man sagen. Jetzt haben wir wirklich große Namen gespielt: Molière, Lohner, Simone Schreck, was ich weiß. Josef Meinrad, Heinz Rühmann, nicht zu vergessen. Unvergessen, ja, ja. Logisch, große Fußstapfen, muss man sagen. Nicht? Und ja, vielleicht weiß man nicht, die Rolle war ja eigentlich eine bessere Statistenrolle, die ist ja wirklich aus 10 Sets bestanden am Anfang und danach ist die eigentlich gewachsen und jeder hat so in die Jahrzehnte seine Gags dazu erfunden und ein paar sind allem geblieben, die nimmt man natürlich her, die nehme ich auch her und den Rest darf man selber dazu erfinden und da ist das Reizvolle, dass jeder halt sein Frosch machen kann. Das ist recht spannend. Und das heißt, es ist ja immer so ein bisschen Tradition, dass der Frosch auch gewisse lokalpolitische Themen dann mit reinfließen lässt in die Rolle. Oder? Habe ich das richtig in Erinnerung? Das ist richtig, ja. Also natürlich die gesellschaftskritische. Die Leute warten, glaube ich, auf das auch, dass man einige gesellschaftskritische Sachen auch inhaltlich und soll, werde ich auch machen. Da bin ich natürlich ein bisschen davon abhängig, was links und rechts passiert. Also Politiker und alle sind aufgerufen, Gas zu geben in nächster Zeit, noch nicht viel Material. Sehen schon, der Thomas Hochhofer will nicht so viel verraten, er macht es spannend. Ich freue mich sehr, dass du heute mein Gast bist. Du bist ja schon ein paar Mal im Ausland gewesen beruflich, also hast gastiert in der Schweiz und in Österreich ab und zu. Aber so deine Fühler richtig ausgestreckt, um dort mal beruflich Fuß zu fassen, hast du eigentlich nie. Warum? Stimmt, ja. Wie du gesagt hast, ich habe es ein paar Mal probiert. Ich habe so in jungen Jahren noch nicht mehr wissen, ob es live funktioniert, weil ich in Südtirol da funktioniert oder ob ich irgendwo anders auch Anschluss finden darf. Und haben es noch, wie gesagt, in Wien probiert oder in Salzburg oder so. Und hätte es durchaus Anschluss gefunden auch. Und es war von mir persönlich so jetzt Bestätigung und Anführungszeichen. Nur weil ich sage, okay, ich funktioniere nicht allein in Südtirol, es ging irgendwo anders auch. Und man muss mit sich selber allem so ehrlich sein und da gehe ich mit mir allem streng ins Gericht und sage, bin ich glücklich, wenn ich irgendwo anders bin? Dann sage ich, noch kommt ein eindeutiges Nein aus. Das Leben ist nicht nur auf der Bühne. Genau, es ist privat da. Und mir geht es da gut. Und das Provinzproblem ist ein Problem, das, glaube ich, leider auch im Kopf stattfindet. Weil natürlich ist die Konkurrenz größer und die Auswahl größer in Wien, München, wo auch immer. Nicht? Aber wenn ich mich leider dadurch anstrenge, weil ich mehr Konkurrenz habe, dann habe ich einen falschen Beruf. Und ja, ich glaube, das muss in einem drin sein. Und das Südtiroler Publikum wird froh sein, dass du uns erhalten bleibst. Selber müssen wir Südtiroler Publikum fragen. Ja, Tom, die Zeit ist uns leider davongerannt. Wir sind am Ende der Sendung angelangt. Ich wünsche dir alles, alles Gute für die Fledermaus. Und eine letzte Frage noch. Was hast du eigentlich aus der Produktion für dich noch mitnehmen können? Ja, sehr viel. Man lernt wahnsinnig viel. Wie gesagt, mein erstes Musiktheater als Regisseur. Und mir fällt auch, wie viel Ohrwürmer da drinnen sind in der Fledermaus. Also ich dachte mir dauernd, wie ich irgendwo beim Singen und Summen bin und vielleicht irgendwann werde ich selber auch noch singen. Wann ist Premiere? Am 17. November in Bozen. Dann toi, toi, toi. Auch bei Ihnen, liebe Zuseherinnen und Zuseher, bedanke ich mich fürs Dabeisein und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Baba.